Ja, also ich fand, dass die Oberstufenjahre tatsächlich eigentlich die schönsten beiden Schuljahre waren. Und ich muss sagen, so direkt die Phase so vom Abitur war eigentlich so die entspannteste. Man glaubt es kaum, aber. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach. Und heute, ich meine, ich sage ja bei jedem Gast, dass er besonders ist. Aber diesmal ist es auf jeden Fall extrem speziell. Und sehr, 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 sehr besonders, weil ihr kennt sie jetzt vielleicht noch nicht, aber das ist Magdalena. Und Magdalena, du hattest letztes Jahr einen nicht krassen Abischnitt, sondern sehr, sehr krassen Abischnitt. Den kannst du gleich selbst verraten. Mhm. Und stell dich doch kurz vor und erzähl uns vor allem deine Geschichte. Okay. Ja, also ich bin Magdalena und ich habe dieses Jahr, also 2018, in Bayern mein Abi gemacht. Und ja, Leo hat ja schon angekündigt, ich habe ja einen recht guten Abischnitt geschafft. Und ja, wie ich eigentlich zu Leo gekommen bin, ist eine ganz lustige Geschichte. Also irgendwann war ich so an dem Stadium, dass ich nicht mehr wirklich lernen wollte fürs Abitur. Und damit man sich dann nicht ganz so unproduktiv fühlt, habe ich auf YouTube nach Videos gesucht, die mir vielleicht noch so auf die letzten Meter ein paar Motivationstipps und generell Tipps mitgeben könnten. Und ich glaube, dann einen Tag vom Deutschabitur habe ich Leos Video über irgendwie Deutschabitur 15 Punkte geschaut und Clickbait! Eigenwerbung. Und also ich habe eigentlich, ich meine, das war ein Tag vom Deutschabitur, ich konnte eigentlich nichts mehr ändern, aber ich dachte mir, 15 Punkte im Deutschabitur, das ist schon ziemlich krass und ich hielt es eigentlich für sehr unrealistisch. Und so vom Gefühl her lief es dann auch nicht so gut. Und dann ein paar Wochen später haben wir eben die Abiturergebnisse bekommen. Und dann hatte ich in Deutsch eben tatsächlich 15 Punkte und musste dann eben wieder zurückdenken an das Video. Und dann dachte ich mir, schreibe ich hier mal die Geschichte. Ja, das war sehr, sehr cool auch von Magdalena. Die hat mir eine ganze Mail geschrieben. Und sie ist jetzt natürlich sehr zurückhaltend. Deswegen werde ich es für sie tun. Und zwar hat sie einen Abischnitt von 0,7, was mathematisch extrem unkorrekt gerechnet, ja quasi doppelt so gut ist wie ich. Deswegen sehr, 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 sehr heftig und deswegen wollte ich unbedingt auch ein Video mit ihr machen, weil es sicherlich einige von euch interessiert. Viele von euch haben auch krass ambitionierte Ziele. Was mich als allererstes mal interessiert, hattest du irgendeinen bestimmten Grund dahinter, warum du ein extrem gutes Abi haben wolltest? Also hattest du diesen Schnitt überhaupt von vornherein schon im Kopf oder war es mehr so zufällig? Ja, also es war eigentlich tatsächlich mehr zufällig. Also ich ging mit keiner bestimmten Vorstellung in die Oberstufe. Mein Ziel war immer 1,3 oder natürlich, wenn es besser wird, dann nehme ich auch das gern. Aber dass es dann tatsächlich am Ende so gut wird, war nicht geplant und ich hätte auch nicht damit gerechnet. Also es war dann tatsächlich, als ich alle Ergebnisse auch von den Abiturprüfungen erhalten habe, schon auch noch eine Überraschung für mich. Crazy. Wirklich, wirklich, wirklich crazy. Und das Schöne, das habe ich Magdalena auch im Vorhinein schon gesagt, bei ihr ist es halt so, sie ist halt nicht so rangegangen, was ich ehrlich gesagt bei einigen immer wieder feststelle, dass sie so extrem verbissen rangehen. Ja, dass sie halt wirklich so sagen, ich muss aber unbedingt 1,3, ich muss unbedingt 1,0 haben. Und ich habe halt bei dir jetzt auch die ganze Zeit im Gespräch halt so mega das Gefühl, es ist halt alles mehr so lockerer. Und so bin ich die ganze Zeit auch angegangen, deswegen finde ich das mega, mega geil. Aber natürlich passiert 0,7, sage ich mal, jetzt einfach nicht so. Also ist ja nicht einfach so ein Unfall. was würdest du sagen, waren so vielleicht so die drei oder je nachdem, wie du es ausdrücken möchtest, so die wichtigsten Sachen, wo du das Gefühl hast, okay, das glaube ich waren so die zentralsten Aspekte, die mich irgendwie da auch hingebracht haben? Ja, also ich weiß nicht, ob es überhaupt so drei zentrale Aspekte gibt. Also ich meine so über die Jahre, es geht ja nicht immer um die Oberstufe, sondern auch Unterstufe und Mittelstufe eignet man sich ja schon so gewisse Verhaltensweisen an oder so ja, Routinen. Ja. Und also was ich sehr gerne gemacht habe, ist, dass ich mir tatsächlich Zusammenfassungen geschrieben habe und das eben nicht nur so auf einem Blogblatt runter, sondern das nach Möglichkeit auch noch irgendwie ein bisschen anschaulich. Also wir hatten zum Beispiel mal so ein Thema Türkei-Beitritt zur EU, ja oder nein. Und ich habe das dann, also quasi so den Umriss der Türkei auf so ein großes Blatt gezeichnet und dann eben die Vorteile in grün und die Nachteile in rot und dann immer, je nachdem, wo es eben hingepasst hat. Und einfach das so ein bisschen grafisch darstellen, also das hat mir immer ganz gut geholfen. Sprich, eigentlich halt auch mit dem Stoff arbeiten. Ja, genau. Weil das zum Beispiel auch eine Sache, die ich immer wieder sehe,
viele versuchen halt so extrem linear zu denken. Also sie versuchen halt alles, was der Lehrer gesagt hat, aufzuschreiben und dann das einfach tausendmal zu wiederholen. Ja. Und wenn man es aber halt auch visuell aufbereitet und sich halt auch überlegt, okay, was sind Vorteile, Nachteile, dann verarbeitet man halt viel tiefer. Mega cool. Ja, was noch? Das ist LinkedIn, schon wieder eine Zeit zurück. Wie viele Monate jetzt? Oh Gott, warte. Einige schon. 3, 4? Warte, Juli. Ja. Also direkt Abitur liegt jetzt schon 5 Monate zurück. 4, 5. Crazy. Und so Abi-Verlangen ist, glaube ich, gute 3,5 Monate. Ja. Was sind auch so Tipps? Ja, natürlich Zeitplanung und Zeitmanagement. Ich glaube, da kommt man jetzt nicht drum herum, dass man eben frühzeitig anfängt zu lernen. Und also ich habe eigentlich, wenn ich wusste, dass irgendwas ist, also natürlich Klausuren länger davor, aber jetzt auch bei so Exen oder sowas, eigentlich schon immer 2 Tage vorher, weil den ersten Tag habe ich es mir zusammengefasst und gelernt und am zweiten Tag dann nochmal alles wiederholt. Und dann wusste ich eigentlich für mich, dass ich dann am dritten Tag das eigentlich wieder gut wiedergeben konnte. Aber ganz wichtig, jetzt auch nicht 8 Tage vorher, ne? Sondern nee, halt, das braucht man auch nicht. Genau, aber halt auch nicht am letzten Tag. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die vielleicht mega spannend ist. Hattest du Freizeit? Ja, schon. Also ich muss sagen, so direkt die Phase so vom Abitur war eigentlich so die entspannteste. Man glaubt es kaum, aber ich hatte tatsächlich eigentlich vor allem diese Zeit schon Freizeit und meine so Serien fressen ja auch viel Zeit. also mein Leben bestand nicht nur aus Schule und Lernen. Krass. Und du bist ja, also ich weiß ja nicht, hast du irgendeinen IQ-Test gemacht, dass du so übelst krass bist, oder? Nee, habe ich nicht. Und ja, aber ich glaube auch, dass Intelligenz nicht unbedingt mit Schule und irgendwie im Zusammenhang steht. Also mit Sicherheit so eine gewisse Grundbasis ist schon Voraussetzung, aber ich glaube, dass Fleiß und Interesse an der Sache viel mehr verändern kann. Weil ich finde, du bist halt da so ein super Beispiel, weil ich glaube, wenn viele halt zum ersten Mal 07 hören, denken halt einfach nur, okay, Streberin, wollte nur das unbedingt und hat kein bisschen Freizeit mehr gehabt. Oder, wenn sie das auch noch hatte, dann musst du übelst krass intelligent gewesen sein. Ja, die Frage bekomme ich tatsächlich sehr oft gestellt, ob ich entweder, also die hören so meinen Schnitt, auch bei 1,0. Und dann fragen sie mich eigentlich immer, hast du so viel gelernt oder bist du einfach so schlau? Und ich glaube, die Mischung macht's. Also. Aber hast du sonst noch irgendwelche Vorbereitungssachen, wo du das Gefühl hast, vielleicht auch was du anders gemacht hast als andere? Gute Frage. Direkt jetzt zur Oberstufe oder Abitur? Beides. Also Abitur, also zum Deutschabitur, glaube ich, habe ich mich schon ein bisschen anders vorbereitet als die meisten, weil Deutsch meint man ja immer, kann man sich nicht so vorbereiten. Ich habe tatsächlich dann einfach, also ich wusste, dass ich nach Möglichkeit Gedichtinterpretation nehmen möchte und man soll ja eigentlich immer noch Alternativen vorbereiten, aber naja. Ich war mir sehr sicher, dass es die Gedichtinterpretation wird. Und ich habe dann einfach so die ganzen Abiture, also die natürlich nicht 500 Übungsaufsätze geschrieben, aber einfach so stichpunktartig die Gedichte von den vorherigen Jahren durchgegangen. Und ich habe mir zum Beispiel auch so einen riesen Zeitstrahl gebastelt. Also ich glaube, der wurde dann so 3 Meter lang mit der Literaturgeschichte, weil ich eben einfach so für die Einleitung ein bisschen was wollte. Und das war eigentlich ganz gut. Und was vielleicht auch noch ein Tipp ist, das habe ich auch sehr gerne gemacht, so Art Anleitungen oder Rezepte schreiben. Oh. Genau, also vor allem in Deutsch und Mathe habe ich das gemacht. Also Mathe einfach Kurvendiskussion. Es gibt ja so bestimmte Punkte, die man eigentlich immer abarbeiten muss. Und ja, das einfach durchzugehen und Schritt für Schritt hinzuschreiben, was man machen muss. Und in Deutsch bei der Gedichtinterpretation, es gibt ja auch so verschiedene Teile, die man immer bearbeiten muss. Und ja, da vor allem auch mit den Klausuren arbeiten, die man so während der Oberstufenzeit geschrieben hat. Also sich da schon auch die Tipps der Lehre ein bisschen zu Herzen nehmen. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich das Beste, was man noch so in der Abiturvorbereitung machen kann, dass man die Abläufe einfach routiniert und dann nicht vor dem Platz sitzt und dann erstmal überlegen muss, was gehört jetzt überhaupt in so eine Interpretation rein. Also ich eigentlich halt auch schon davor halt die ganzen Fragen und Eventualitäten halt rausnehmen. Ja. Und was ich halt auch gerade geil fand, so, dass du halt meintest, so, also man soll sich eigentlich auf 2 Sachen vorbereiten. Ich habe mich nur auf eine Sache vorbereitet, weil es zeugt ja eigentlich auch von ziemlich großem Selbstvertrauen. Und würdest du sagen, dass du viel Selbstvertrauen hast? In manchen Aspekten ja, in anderen weniger. Also
Ja, also natürlich, meine Alternative war Dramenanalyse, aber ja, man entwickelt ja schon so einen Favoriten. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich saß im Deutschabitur und habe mir das Gedicht durchgelesen. Also diejenigen, die ja dieses oder 2018 Abi gemacht haben, es war ja das Karussell von Rilke. Und ich habe mir erst mal gedacht, oh Gott, jetzt muss ich wirklich meine Alternative nehmen. Aber irgendwie wurde es dann doch noch. Mhm. Genau. Aber das ist halt auch so spannend, weißt du? Also, du sagst so, ich hatte eigentlich nicht so ein gutes Gefühl, hast du 15 Punkte in Deutsch. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, also vor allem Deutsch kann man sehr, sehr schwierig einschätzen. Und vor allem, man hat dann danach auch viel mit Mitschülern gesprochen. Und also so die Interpretationen gingen halt wirklich in ganz unterschiedliche Richtungen. Und dann dachte man sich, oh Gott. Ja. Ja. Was würdest du allgemein Leuten, die jetzt 2019 dann in die Abiturphase kommen oder eben auch 2020, was würdest du denen so raten? Weil hinterher ist man ja doch wesentlich schlauer. Im Vorhinein ist man so, oh Gott, Abitur, keine Ahnung. Ja, also ich glaube, einfach mal ruhig bleiben, das schadet nie. Und ja, also auch beim Abitur würde ich wirklich frühzeitig anfangen, weil immer noch sowas wie Krankheit während der Abiturphase dazwischen kommen kann, wie es bei mir zum Beispiel auch war. Also ich wurde wirklich während den Abiturprüfungen krank und das war natürlich nicht so gut. Und also vor allem fürs Mathe-Abitur, das würde ich im Nachhinein vielleicht ein bisschen anders machen. Und zwar, es gibt ja so diese Teile Analysis, Stochastik und Geometrie. Und also einige haben es so gemacht, dass sie quasi alle Teile einzeln voneinander gerechnet haben. Also zuerst Analysis, dann Stochastik, dann Geo. Und ich musste am Anfang gezwungenermaßen auch so machen, weil wir in Geometrie noch gar nicht so weit waren. Aber das war nicht so gut. Also ich würde die tatsächlich immer so ein ganzes Abitur durchrechnen, weil man ja auch in der Abiturprüfung das nacheinander rechnen muss. Und es ist tatsächlich so, also ich habe dann eine Zeit lang nur Geo-Abitur gerechnet und dann überlegt man bei Stochastik doch schon wieder länger, wie war das jetzt nochmal. Und ja, von daher würde ich das schon immer so in einem Stück rechnen. Mega cool. Was würdest du Leuten sagen, die jetzt frisch in die Oberstufe gekommen sind, vielleicht so allgemein über die Oberstufe? Ja, also ich fand, dass die Oberstufenjahre tatsächlich eigentlich die schönsten beiden Schuljahre waren und ja. Leute, kurzer Cut, weil die Cam ausgegangen ist. Aber was ich allgemein einfach bei Magdalena so geil finde, ist, man merkt halt einfach voll, es gibt halt eigentlich kein Geheimnis. Es gibt halt eigentlich wirklich kein Geheimnis. Jetzt, was mich bestimmt jetzt total viele sich natürlich auch noch fragen, was machst du jetzt und in Zukunft? Ja, ich habe jetzt zu studieren begonnen und schaue jetzt mal, wie mir das Ganze gefällt. Ich meine, wechseln und den Plan ändern kann man ja immer noch und genau. Was studierst du? Technologie- und managementorientierte Betriebswirtschaftslehre. Klingt sehr lang und kompliziert. Ja, den Namen kann sich keiner merken. Genau. Aber du bist auf jeden Fall mega happy. Ja. Und dafür, braucht man dafür einen NC? Nee, es war so ein Eignungsfeststellungsverfahren. Also man musste so bestimmte Noten einschicken und Motivation schreiben. Und genau, anhand dessen wurde eben errechnet, ob man mit dabei ist oder nicht. Mega, mega cool. Gibt es irgendwas abschließend noch, was du den Abiturathleten für 2019 mit auf den Weg geben möchtest? Muss ich überlegen. Gerne. Gibt es irgendwas? Ja, genießt einfach die Zeit. Also zum Ende hin, das ging so schnell. Das hat zu mir in der 11. auch schon jemand gesagt, aber man glaubt es nicht. Ihr werdet selber merken, es stimmt wirklich. Also am Ende, das geht alles so zack auf zack und dann sind irgendwie alle in allen Himmelsrichtungen verteilt. Und ja, versucht, dass ihr aus der Schulzeit mehr als nur die Noten und die Leistungen mitnehmt, sondern auch ja, viele Erinnerungen mit tollen Freunden. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen, die man so aus der Schule mitnehmen kann. Mega, mega cool. Magdalena, vielen, vielen Dank. Gerne. Für mich auch eine sehr große Ehre und vor allem lerne ich hier mindestens genauso viel wie hier. Genau. Und in dem Sinne, ne, nehmt euch gerne große Ziele vor. Behaltet euch aber auch vor allem mal diese Entspanntheit und Lockerheit bei, wofür man auch nicht mega viel gelernt haben muss oder mega intelligent sein muss oder sonst irgendwas, sondern einfach halt, ja, so wie ich halt irgendwie das ganze, diese ganze Abiturläden-Identität halt auch immer zusammenfasse. Setzt dir ein großes Ziel, hab Spaß daran, auch irgendwie Leistung zu bringen und gut sein zu wollen und einen hohen Anspruch an dich selbst, aber nehmt es auch gleichzeitig nicht so ernst, sondern mehr als so eine Punktejagd halt. Mega, mega cool. Ich glaube, das sind sehr gute Schlussworte. Ja. In dem Sinne, denk dran, wir glauben immer an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo und deine Magdalena.
luck is a team. Nobody gonna work harder than me. Especially if it's my dream. I can't let none of these looks intervene. No, most of these blessings I can't even see. Praying that